Und herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, den Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns jetzt den John Deere 2A50T an, mit 85 € Unterhaltskosten am Tag und einer Beschreibung, die wie folgt lautet: Überladewagen 50 Tonnen mit 87.250 € Anschaffungskosten. Ich hoffe einfach mal, dass mit den Überladewagen hier alles seine Richtigkeit hat. Mir das jetzt nicht wieder von irgendwoher vielleicht geklaut oder kopiert ist, nicht damit ich dieses Video mal wieder für einen alten Fritz mache wie beim letzten. Kommen wir mal zur Textur her. Eigentlich Licht gehalten, in standardgemäß grün, hinten schon der drauf, Blinker etc. hauen alles hin, Reifen sehen in Ordnung aus. Der Überladewagen, denke ich mal, entspricht 1:1, weil es ist ziemlich groß, aber wie gesagt, bei 1:1 ist das ja nun nicht unnormal. Vorne auf dem Rohr nochmal JD drauf. Auch hier haut alles so weit hin, kann man jetzt nicht meckern. Ja, vielleicht auch so das Rohr, das sieht, also die Antriebswelle, das sieht nicht so ganz aus, als wäre das am richtigen Platz. Kann mich aber wohl irren, von daher enthalte ich mich einfach mal. Und ansonsten habe ich jetzt auch keine Texturfehler etc. auf den ersten Blick sehen können. Gut, steigen wir mal ein. Mit den 50.000 Litern haut schon mal hin. Ist genau 100%. Ich habe ja einfach mal Mais mit reingeklatscht. Und ja, sieht an sich schon mal gar nicht so verkehrt aus. Mit der Taste U schalten wir das ganze Ding erstmal in den Arbeitsmodus. Na, klappt hier unser Rohr auf, beziehungsweise klappt sich unser Rohr zusammen. Das Ganze geht eigentlich recht fix, kann man nicht meckern. Wir haben da an den Rohren Licht dran, leider. Ja doch, funktioniert auch, dementsprechend mit der Taste N, Entschuldigung. Also da auch alles Lichtpole holen hin. Jo. Gibt's auch nicht zu meckern. Lichtskript ist ebenfalls verbaut, also Numpad 2, Numpad 1 und Numpad Nummer 3. Das Rohr runter hoch geht wieder mit der Taste K bzw. der Taste Nummer L, einfach dementsprechend für hoch und runter gedrückt halten. Das und wenn es dann an der richtigen Position ist, beziehungsweise an der richtigen Höhe, einfach dann wieder loslassen. So, drehen wir mal kurz eine Runde an den Anhänger heran. So, das würde jetzt zum Beispiel schon funktionieren. Ich lasse das Rohr dann trotzdem noch ein bisschen herunter. So, das glitscht ein bisschen durch, das wollte ich jetzt nicht. So, wunderbar. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, drücken wir die Taste Q. Quatsch. Was ist fürs Ausladen, kleiner Mann? Die Taste M für das Überladen. So. Das funktioniert schon mal. Gucken wir mal, ob da auch kein Verlust dabei entsteht. Lädt eigentlich relativ schnell ab. Die Überladeanimation ist in Ordnung. Ist jetzt nichts Weltberauschendes. Ich denke mal, so mit einer Minute kann man da rechnen, bis alles übergeladen ist. Das heißt, sieht ja noch ganz gut aus. Der Motorsound vom Trecker wird erhöht, sobald es hier überlädt. Hört ihr ja auch noch ganz nett. Die hintersten Reifen haben eine Zwangslenkung mit drinne. Das gibt es vielleicht noch zu sagen. Ja, und ansonsten warten wir jetzt mal noch etwas ab, um zu gucken, ob das alles dann dementsprechend auch lockfehlerfrei ist. So, kurz grinsen. Gut, danke. Bevor wieder Fragen aufkommen, das ist eine Mod, hat Hutierer oder irgendwie sowas in der Richtung. Da könnt ihr das halt ein- und ausschalten, gibt zwei Mod-Oster. So, doch, wir haben einen kleinen Schwund von 13. Ja, von 13 Litern, ein kleiner Schwund. Aber das ist minimal und hält sich daher unter 1%. Von daher alles vertragbar. Verkraftbar. In dem Sinne wollt ihr euch den Mod downloaden, Link der Videobeschreibung beim Modder bedanken, beziehungsweise ihn halt Verbesserungsvorschläge hinterlassen, falls euch irgendwas nicht gefallen hat. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute, haut rein.